Hallo ihr Lieben, ich habe euch das letzte Mal ja ein Flipbook gezeigt, das ich für die liebe Nani gebastelt habe und habe ja gesagt, dass da noch ein Tutorial dazu kommen wird. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal das zweite Ergebnis, also quasi das Flipbook, wo es dann auch das Tutorial dazu gibt. Das ist aber komplett genauso aufgebaut. Und zwar habe ich das Papier mit der das Paradise Crush Papier benutzt von First Edition. Ja, so ein bisschen, ich nenne das jetzt einfach mal im Hipster-Sommer-Stil, wenn man das so bezeichnen kann. Also passt thematisch ein bisschen mehr in den Sommer rein. Ich habe das Ganze hier aus dem Cover ausgeschnitten, diese Einzelteile, und dachte, das passt ganz gut, um ein Cover-Element draus zu machen. Habe hier noch ein paar Schmucksteine draufgeklebt und ja, hier auch schon das andere Flipbook. Kann man das Ganze hier aufklappen. Das ist auch wieder mit Klettverschluss verschlossen, das Ganze. Und man kann das jetzt hier einmal nach oben hin aufklappen. Auch hier habe ich wieder einen Briefumschlag reingeklebt, wo man dann später im Anschluss für den Empfänger noch eine kleine Grußkarte reinlegen kann oder halt einen Brief. Dann haben wir hier vorne wieder den Slider-Mechanismus. Und zwar habe ich hier aus dem Designpapier den Flamingo hier ausgeschnitten. Und dachte mir, das passt ganz gut, um daraus ein Slider-Element zu machen. Und habe aus dem Motivpapier hier noch so ein bisschen, ja, so eine Bordüre angedeutet sozusagen mit den Blumen. Ich dachte, das passt ganz gut. Ansonsten haben wir auch wieder hier hinten eine Tasche, wo man was reinstecken kann. Und der Slider-Mechanismus wird dann durch das Motivpapier hier vorne verdeckt, sodass der quasi ja unsichtbar ist, so in Anführungszeichen. Dann kann man das Ganze hier nach links hinweg klappen und da haben wir wieder diesen Taschenmechanismus mit diesen Ecktaschen, wo man hier entweder Tags drunter stecken kann, wenn man es jetzt als Mini-Album benutzen will, oder eben für Goodies, die man da irgendwie so reinstecken kann. Dann das hier, das ist wieder eine Tasche. Da kann man jetzt wieder einen großen Tag reinstecken, der zum Beispiel die komplette Seite hier ausfüllen könnte, oder man steckt halt irgendwie kleinere Goodies oder so hier in die Tasche rein. Man kann natürlich hier auch nochmal ein Motiv draufkleben oder irgendwie eine Tasche aufbringen, wo man dann hier auch nochmal Goodies reinstecken könnte. Hier ist auch wieder diese, ja, Gürtellaschen über Kreuz, wo man auch wieder ein Goodie oder einen Tag drunter schieben kann. Dann kann man das Element nach oben hin aufklappen. Und da sehen wir jetzt das Pop-Up-Mechanismus oder den Pop-Up-Mechanismus so rum. Und zwar habe ich hier auch verschiedene Teile aus dem Designpapier ausgeschnitten. Und ich dachte, das passt ganz gut zusammen. Also finde ich ganz süß mit den beiden Flamingos, die quasi so gegenübergestellt sind und mit der Blume hier im Hintergrund und der Hintergrund so ein bisschen, der so ein bisschen wie so ein abstrakter Sonnenuntergang wirkt. Ich finde das sehr schön von der Kombination her. Ansonsten ist auch das hier oben eine Tasche, wenn man da irgendwie einen Tag oder ein Goodie reinstecken will. Und hier unten das Element ist auch eine Tasche für Goodies oder für einen Tag. Und schließlich, last but not least, haben wir hier unten auch wieder diese beiden Taschen, Pockets oder Taschen, das war doppelt gemoppelt. Diese beiden kleinen Taschen auf jeden Fall, die man hier so wegklappen kann, wo man auch entweder kleinere Tags oder kleinere Goodies hier so reinstecken kann. Ja, ansonsten war es das Flipbook oder beziehungsweise One-Page-Mini-Album, wenn man es so will. Ja, ich hoffe, es war für euch interessant, euch das Ganze mal anzusehen. Wie gesagt, ein Tutorial zu dem Aufbau von dem Flipbook oder One-Page-Mini-Album folgt noch. Und ich wünsche euch damit noch eine schöne kreative restliche Woche und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!